Mahlzeit und damit herzlich willkommen zur zweiten Station in unserer Koop-Saison mit Matthias, Tobi und Julian. Hallo. Und in meiner Wenigkeit, genau. Hi. Ich muss nochmal kurz ans Setup. Weil das, was ich da vorhin zum Ende des Trainings eingestellt hatte, war Bullshit. Das hat Matthias, denk an den Benzin. Ja. Das Benzin. Denk an der Gerät, Junge. Bobby, das Benzin. Danke. Die Benzin. Es ist das Benzin aus der Zapfsäule, nicht dem Benzin aus das Zapfsäule. Weißt du, da macht er den Klugscheißer, aber Mathieu Schultrö ist ein Accent. Ja, aber es muss sich reimen. Das ist ein Accent. Scheiße, ich hab meinen Namen falsch geschrieben. Ja. Ich wollte auch einen Zirkonflex da drauf packen. So. Mathieu Schultrö. Erster. Ach, James, das ist doch... Stimmt gar nicht, ich fahr schon. Ne, es war jetzt Red Bull intern. Ach so, wie immer also. Ja, ja. Du sag mal, kriegen wir jetzt eigentlich hier Content Claims, wenn man das F1-Logo hier so oft sieht? Also bis jetzt ist das 40 Mal gut gegangen. Nein, 39 Mal. Ja, stimmt. Aber das andere, ich weiß immer noch nicht, weshalb das geclaimt wird. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall zurückgenommen worden. Ja. Es geht übrigens scheinbar schneller, wenn du deinen Einspruch nicht nur auf Deutsch formulierst. Stimmt nicht, meiner war genauso schnell und ich habe ihn nur auf Deutsch formuliert. Lappen. Dann stimmt meine Theorie halt nicht. Ja. Excuse me. War aber eine schöne und nachvollziehbare Theorie. Dachte ich mir nämlich auch. Hast du dir so gedacht? Also in der Theorie war es gut. Ja. Da reicht's mir ja. Ja, ne? Finde ich auch. Nee, ich bin eher so der Praktiker. Ja, dann geh doch zu, der Tor. 20% auf Tiernahrung. Auf alles außer Tiernahrung. Ja, will ich auch wohl meinen. 20% auf Tiernahrung? Das ist ja Flixbus. Ich bin noch nie Fernbus gefahren. Ich auch nicht, also doch, aber nicht ich. Ja. Aber das also ich weder noch nicht. Ja, das Spiel habe ich auch aufgegeben mittlerweile, das ist immer auf der Festplatte. Ich habe es nur 2 Stunden gespielt am Tag, wo ich es gekauft habe und dann habe ich es wieder deinstalliert. Ja, es ist ja so besser geworden seitdem. Also das ist ja nicht so, dass ich da nichts getan hätte, aber es hat sich so wenig getan. Wo ist denn das besser geworden? Fahrphysiktechnisch? GUI ist besser geworden, die gesamte Bedienbarkeit, der Lenkrad-Support hat sich deutlich verbessert. Es gibt ein Hauptmenü, was ich ja sehr nett finde. Ja, das ist... Wird überbewertet. Aber Julian, umgekehrt, es gibt auch Gründe, warum ich das nicht spiele. Genug. Ja. Weil das Ding bergauf so schnell beschleunigt wie bergab. Unter anderem. Weil du das scrollen lassen kannst, du der trotzdem 80 fährt, wenn du bei 80 vorher warst. Ja, unter anderem. Oh... Weil die unter Physik verstehen, dass sich wenn du über einen Hügel fährst, nur die Räder nach oben bewegen. Das verstehen die unter Physik. Das sind alles so Mängel. Die sind bei The Bus immer noch drin, aber. Keinem verraten. Bei was? The Bus, der neue. The Bus, das ist Shit. Also das ist so neu, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. City Bus Simulator Berlin. Das, was einige Leute, die früher mal in OMSI aktiv waren, jetzt ultimativ toll finden. Nur weil sie da irgendwie dran beteiligt sind. Oh. Ich weiß nicht. Und die Augen vor den offensichtlichen Mängeln verschließen. Michael! Entschuldigung. Schumacher. Gesundheit. Auch. Ich weiß gar nicht. Ich habe im Moment sowieso eine relative Busflaute bei mir. Im Moment irgendwie sehr wenig Interesse dran. Außer gestern Abend. Ja, das müsste ich mir mal angucken. Vielleicht geht das dann weiter. Aber ja, wir haben gestern Abend. Ja, ist ja noch Beta. Wir haben da tatsächlich mal ein wenig Bus-Simulator 18 gespielt, Tobi. Oh je. Das ging tatsächlich. Also das ist so casual schon wieder, das kann ich schon wieder akzeptieren. Es war sehr lustig im Multiplayer, vor allem als wir zusammen in einem Bus waren. Er war der Fahrer, ich der Kontrolleur. Und dann haben wir gewechselt und dann haben die Fahrgäste Angst bekommen, weil Geister im Bus fahren. Wir haben gewechselt. Ja, ich muss das noch kurz ausführen. Tobi hat die Tür versperrt. Ich bin aufgestanden, geh wieder hin und da sitzt einer auf meinem Fahrerplatz. Wir haben gewechselt. Und die Fahrgäste haben erstmal angefangen rumzuschreien, hatten Angst und sind ausgestiegen. Kann ich verstehen. Tobi am Steuer. Ja, hab ich dann auch gesagt. Kann ich verstehen. Ach Quatsch. Zeit reicht. Oh. Hä? Okay.
Matthias macht heute nur 2 Minuten Qualifying, ist okay. Hä? Wieso? Die Zeit reicht. Da kann ich die Session ja mal beenden, ne? Bin ja nicht in die Wand gefahren. Tatsache. Außerdem haben wir schon eine 5 Minuten lange Aufnahme. Ja, ich zieh jetzt Tobi zu. Ja? Das ist aber nicht spannend. Stimmt. Ich guck jetzt selbst zu. Ich fall mich jetzt gerade in die Box. Das ist spannend. Das sehe ich gerade auch. Ich hab das nur gesagt, Matthias, weil ich jetzt gerade in die Box war. Passt schon. Wo ist denn hier der Jatakström? Noch ganz hinten. Da, wo er hingehört. Arsch. Zu schnell. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja. Darauf ist mein Schlückchen Wasser. Oh, ja, geil, Wasser. Was? Das klang wie ein schwuler Frosch. Lass das. Klang ein bisschen wie ein schwuler SpongeBob. Hast du was gegen Frosch, schwule... Schwule Frösche? Nichts Effektives. Ja, aber du bist doch Franzose, du isst die doch trotzdem, oder? Stimmt, deswegen habe ich da was dagegen. Oder isst du schwule Frösche aus Prinzip nicht? Ich bin ja kein rechter Franzose. Das ist ja ein Unterschied. Gibt es was anderes als rechte Franzosen? Ja, linke Franzosen. Links sind die alle. Und die sich noch nicht ganz entscheiden können, die drehen sich noch. Ach so. Das ist das berühmte französische Elementarteilchen. Beruhigen, wenn einem so einer ins Ohr pfeift. Ja, ne? Macht total Spaß. Oh, da hat der Pfeifer erstmal die Saison aufgegeben. Die Session aufgegeben. Ich hab die ganze Saison aufgegeben. Hups, deutscher Versprecher, ich hätte es gern gehabt. Ein Konkurrent weniger. Verdammt. Konkurrent? Ja, du hast gerade schon wieder Pole Position Zeit hier im Q1. Ja, im Q1. Mensch, Herr Taxström, jetzt strengen Sie sich mal an. Ja, lassen Sie mich doch mal. Ich fahre ja noch. Ja, da war der schwule Frosch wieder. Ich hole mir mal ein Stück Schokolade in der Zeit. Ja, ja. Schokolade, ich kann sie trinken bei dem Wetter. Schokolade! Wenn sie im Kühlschrank ist. Es gibt da eine ganz neue Erfindung. Kühlschrank. Schmeckt nicht. Der Kühlschrank soll auch nicht schmecken. So, ich mache jetzt einfach die Zuschauerperspektive, mach und sag einfach, ich fahr selber noch. Alle, die jetzt das eingeschaltet haben, die glauben mir das. Ja. Weil man auf dem Video immer in der Mitte anfängt anzugucken. Ja. Eine Aufzeichnung. Ja. Nicht? Für Soft ist das okay. Ja. Oh nein. Na, guck mal, Julian, bist du deine 37er gefahren jetzt? Ja, jetzt bin ich auf 4. Tatsache. Das sollte für Q2 reichen. Ja, wehe nicht. Also weiß ich nicht, da ist noch ein Zettel. Ja, genau, weil ich jetzt noch 11 Plätze zurückfahre. Glaube ich nicht. Denke ich auch nicht, aber wir hatten festgestellt, wir trauen im Spiel alles zu. Ja. Nur doof, dass die Runde gerade scheiße ist. Ja, dann kannst du ja die Session noch beenden. Nee. Eine will ich nicht. Hey, Julian lebt noch! Ja, er lebt noch! Er lebt noch! Ich hab gleich schon fast India überholt. Oh. Zieh mal links rüber. Nee, der hat gute Chancen in Q2 zu kommen. Er sollte sich jetzt nicht den Wagen kaputt fahren. So, ich hol lieber noch mal ein bisschen weiter aus. Also es gibt Kurven, wo eine weite Linie gut ist, aber die gehört nicht dazu. Immer leise in der Haarnadel, da kannst du schöne weite Linie fahren. Das ist sogar egal. Da ist die weite Linie in Teilen sogar besser, wenn du es richtig machst. Ja. Und schmeckt die Schokolade. Astral. Oh shit, okay, ich beende meine Session. So. Ich habe heute auch Schokolade gekauft. Bin zwar eigentlich nicht so der Schokoladenfan, aber irgendwie hatte ich da heute Bock drauf. Ja, ich auch nur für bestimmte Sorten. Welche Sorte denn? Das im Moment ist Rumtraube-Nuss. Die ist gut. Und die andere ist Zartbitter. Wer hat weitergedrückt? Keiner hat weitergedrückt. Ich habe beendet die Session gedrückt.
Matthias hat weitergedrückt. Matthias hat weitergedrückt. Was war jetzt an Weiterdrücken falsch? Es war Q1. Interview? Achso, ja, Q1. Ich komm nach Q3, du Ja, ist ja gut. Na, warum stand da eigentlich vor dem B-Mac? Ich bin ein wenig neben der Spur. Also Rumtraube Nusse bin ich übrigens auch voll dabei. Aber auch Marzipan gerne. Kuhflecken und Alpenmilch. Oh, Kuhflecken ist geil und Alpenmilch, ja. Marzipan ist auch gut. Nee. Doch, Marzipan-Creme von Milka. Mhm. Doch, voll mega. Nee, sehe ich nicht. Nein! So, welche Reifen haben wir denn drauf? Lieber Jeff? Pinke. Ja, die sind okay. Herr Jeff. Das ist genehm. Sir Jeff Renningenieur. Der Renningenieur hat niemals Schwör. Das muss, kann doch nicht sein, dass ich jetzt warten muss, bis James rausfährt. Doch. Halt, Nummer 1. Number 1 Driver. I'm sorry. Sag mal, Julian, bist du direkt hinter mir? Ja. Cool. Hi. Fahren wir nicht hinten rein. Vorbei. Nein, ich hab noch ja, gut, dann fahr ich halt vorbei. Okay. Ja, der fahr doch auch vorbei. Was macht ihr denn da? Einer fährt links neben der Strecke und einer rechts neben der Strecke. Was ist los bei euch? Fahr du vorbei. Du willst mich unter Druck setzen? Du weißt aber, dass ich mager fahr, James, ne? Also nur so. Tobi? Ich wollte mal an den beiden vorbeifahren. Das ist eine himmelschreiende Frechheit ist das. Oh! Das ist ja unglaublich, Tobi. Ich hab das doch gesagt. Das war nicht okay, Tobi. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Dangerous Driving. Alter, zieht der volle Kanne vor. Ihr Arschgeigen, alle. Ich nehm dafür gerne 5 Plätze Grinstrafe in Kauf. Ja. Hast du noch eine bekommen? Nee. Schade. Dann hab ich gehört, dass es egal ist, wo Tobi heute ankommt. Nee, das nicht. Ich starte gern weiter hinten. Nee, ich fahr ruhig dein Qualifying. Wir rechnen deine Punkte, die du heute machst, nur nicht an. Nee, das finde ich nicht gut. Dann beende ich die Saison einfach. Also, nee, das nicht dafür, nö. Nicht den. Das nicht dafür, weil. Nö, das ja. Nicht, nee. Also bei der Aktion, ne? Für die Aktion hätte ich dich im Rennen voll über den Haufen gefahren. Das kannst du aber wissen. Ja. Mir wäre es tendenziell jetzt sogar scheißegal. Also, nicht alle Punkte, nee, das will ich nicht. Wir können ja erstmal gucken, wie viel er heute überhaupt kriegt. Also ich bin gerne bereit, Qualifying so zu fahren, dass ich auf Platz 15 oder so starte. Das ist relativ einfach, wirf den Wagen weg. Oder fahr einfach nicht weiter. Also keine Zeit. Ja, das ist okay für mich, aber nicht, dass ihr mir die Punkte aberkennt. Nee, also da könnte ich mich auch mit arrangieren mit dieser Lösung. Ja, warte, ich mach mal ein paar... Matthias muss sich damit arrangieren, nicht jede ich. Jede Woche Drama aufs Neue. Ja, ich mach einfach, ha. Wie gesagt, Matthias muss sich damit arrangieren, nicht ich. Ja, ich weiß nur, hätte er mich getroffen und mir mein Qualifying kaputt gemacht, ich wäre ausgerastet. Ich bin ja wesentlich entspannter. Da startet er jetzt gleich bei mir. Ich starte hinter dir. Es ist ein Haufen. Interessanterweise. Matthias, ich werde nicht bei dir starten. Aber hey. Ich kann das besser verkraften als die Disqualifikation in Japan. Matthias, ich werde nicht bei dir starten. Ich habe immer noch die 5 Plätze Gridstrafe. Gott sei Dank. Ach ja, stimmt. Da startet er ja ganz hin. Ja, verdient. Das ist aber okay für mich. Eine Gefahr weniger. Man kann mal zeigen, was er kann. Ja. Ne, das ist hier nicht Bahrain. Bahrain kann ich, aber die Strecke hier nicht, ne. Ich kann 19. werden. Aber was ist eigentlich aus der Information geworden, dass es in Q2 regnet? Weiß ich nicht. Es war nie gesagt, dass in Q2 regnet, sondern in das Qualifying plus 45 Minuten. Ja, was meistens auf Q2 hindeutet in diesem Spiel. Ja, richtig. Und so regnet es in Q3, alles klar. Vermutlich.
So, Julian, jetzt konzentrier dich aber bitte mal, ne? Aber Matthias, was sehen. Trotzdem würde ich gerne wissen, was da genau passiert ist. Ja, du bist mir direkt vor die Karre gefahren. Also. Ich versuche auszuweichen und baller voll in die Bande. Der Regen lässt übrigens ein Julian paar Minuten auf sich warten, hat Jeff gesagt. So, da bist du vor mir aufs ja, ich hab, das hab ich gemacht, ja. Ich mach das nachher wie mit dem Australien-Quatsch. Ich schneide den raus und schick den euch. Du sind ja nur 3 Sekunden. Ich hab's aber auch gesehen. Ich möchte noch einmal sagen, tut mir leid. Alles entspannt. Wie gesagt, und ich nehme mir ab jetzt vor, für jede Aufnahmesession einmal damit zu drohen, dass ich die Saison hinschmeiße. Ja, damit das auch wenigstens konsistent bleibt. Ja. Hallo? Jetzt werden wir die ganze Saison von Tobi geseehofert. Das ist doch auch nicht schön. Und wenn er hinschmeißt, dann macht das halt. Nee, dafür macht mir das Spiel eigentlich zu viel Spaß. Und ich wollte eigentlich nur euch ein bisschen ärgern und nicht Matthias umfahren damit. Das war ja auch gar nicht so intendiert. Ich habe das ja auch eingesehen. Aber es war halt so, dass ich leider in die falsche Richtung ausgewichen bin. Tobi, sei einfach froh, dass du jetzt gerade nicht mit James aneinander geraten bist. Ja, sonst hätte er mein Gott. Dann hätte James einmal Alt F4 gedrückt, hätten wir Q2 neu gestartet. Hätten wir auch bei mir machen können, aber ne, ich nehm's halt hin. Ich sehe Tobi ja demnächst nochmal so. Oh mein Gott, so. Bin ich jetzt in Position 2? Ja. Ja. Ja, und gut, dass das Q2 ist. Ich würde jetzt aber die Reifen schonen, ne? Julian? Aber fahr nicht zu langsam, du kriegst dafür Gridstrafen. Ja, Matthias, nett, dass du mich dran erinnerst. Boxenstopp. Wo dran? Gerne. Sollte mir noch mal andere Reifen holen. Ach so, dass wir Reifen starten, ja. Ich bin jetzt, glaube ich, schon die dritte Runde. Ja, Matthias, da haben wir ja kein Problem mit. Womit? Mit Reifen. Nee. Warum bremst der Idiot denn da? Ich weiß auch, mit welchen ich starte. Wer bremst wo? Ja, ich auch eigentlich. Ach, Raikön, okay. Raikön in der Vollgas-Linkskurve. Voll auf die Bremse getreten. Und sollte ich es irgendwie schaffen, weit vorne zu landen in dem Rennen, dann werde ich jetzt mich schon mal auf eine Diskussion einstellen, dass ich die Punkte trotzdem behalten darf. Von meiner Seite aus. Wie gesagt, die Bestrafung muss Matthias festlegen. Also von meiner Seite ist das jetzt durch. Die haben wir ja schon durchgeführt, die Bestrafung. Wenn du jetzt Punkte holst, kannst du die gerne behalten. Das ist dann ja sogar eine Leistung. Ich starte ja vom Platz 20. Ich habe ja noch 5 Plätze plus die 15, wo ich eh von starte. Ja, ich fahre dann heute wieder Einsdorf-Strategie, ne? Erwartet man ja von mir. Ja. Sowieso. Ach, du warst ganz verrückt. Ich fahre 4 Stopp. Fährst du 4-mal super soft. Ja, genau. Ich habe die Regeln verstanden. 4-mal Supersoft und 1-mal Regenreifen, egal was für ein Wetter kommt. Ja, in der letzten Runde. Wisst ihr, was ich gerade geil finde? Nee. Dich. Ich weiß ja, es das nicht. Das auch, aber James hält gerade die Klappe, damit er wieder meine Zeit schlägt. Damit er sagen kann, nee, er ist gerade in die Box. James ärgert sich gerade über sich selber, dass er mal kurz die Regeln vergessen hat. Hä? Ja, Q2 sind die Startreifen. Ach so, und er wollte mit den abgenutzten aus Q1 noch mal weiter nachlegen? Nein, aber ich bin jetzt mit den Reifen, die ich frisch drauf hatte, Julian, darf 3 Runden gefahren und das ist eindeutig ja, den zu viel. Ja, später machen, oder? Ja, fahr bitte nicht so im Rennen in die Box, das kostet Zeit. Ja, ich weiß, aber ich mach das für den Qualifying, also, weil da kann man... Wenn er allgemein so in die Box fährt, ist mir das egal, er soll es nur nicht vor mir machen. Doch, ich mach das dann bewusst vor mir. Jetzt hast du ihn getriggert, das war doch doof, James. Ja, der Punkt ist, der muss erstmal vor mir in die Box kommen. Julian, James fände es ganz toll, wenn du das vor ihm Aber Matthias, egal wie die Aktion gerade ausgegangen ist, lustig war sie schon irgendwie. Lustig war sie. Also ich hab, wie gesagt, das ist kein Ding. Ich roll das Feld von hinten. Ich wiederhole, sei froh, dass es nicht James. Ich fick das Feld von hinten auf. Ja, das habe ich kalkuliert, dass das nicht James war. Hashtag Salatgurke. So. So, mit meiner geilen Position, ich gebe auf. Raus! Ich bin raus! Ich heb ab. Ach, was? Kebab? Schisch-Kebab? Fisch-Kebab? Scharfe Soße. Fisch-Kebab? Ich kann an dieser Zeit nur noch mal, an dieser Stelle nur noch mal auf das wunderbare PSR Sachsen-Radio zurückkommen. So willst du, dass ich verrecke soll? Die Säge gibt's heute Röske! Ja, das ist cool. Das ist schon schön. Die einzigen Ossis mit Humor. Ja, Humor.
Nein, es gibt auch mehr Ossis mit Humor, aber die haben es die richtig drauf. Julian, du musst den Satz mal richtig stellen. Es gibt auch mehr Ossis. Ja. Aber nicht als Wessis. Ah, schön. Ah. Obwohl doch, es gibt mehr Ossis als Wessis, weil weniger... auf die Liste setzen. Bei Discord? Ach ja, stimmt, wir haben ja auch die Liste. Das ist die Idee. Was? Ihr habt eine Liste bei Discord? Ja, da kommen alle drauf. Was? Ihr benutzt Discord? Die Liste. Die Liste. Die Liste. Erstmal alles löschen, was auf der Liste steht. Also einmal die Liste löschen. Kanal wieso? Da steht nichts drin in dem Chat. Da stand was drin. Ja, zwei Sachen. Hashtag die Liste. So. Und dann Tobi. Oh, jetzt fängt's an zu riechen. Eins. Eins ist gut. Das ist ja nicht viel. Tobi 100. So. Wenn diese wichtige disziplinarische Maßnahme durchgeführt wurde. Kriegst du nächstes Mal einen Kasten Bier, dann sind wir quitt, ne? Das nehme ich gerne. Scheiße. Ich nehme auch Fiege. Also pro Einheit, die da jetzt in der Liste steht, eine Flasche Bier für Matthias. Also, solange ich die jetzt nicht trinken muss und danach noch F1 fahren muss. Nein, das musst du nicht. Das wäre wahrscheinlich lustig. Aber dann protestiere ich, weil 100 dann doch ein bisschen viel ist. Warum sind 5 Kästen Bier? Außerdem hat James nicht gesagt, auf welchen Zeitraum. Also, ne? Ach, wenn mir ein Ja dafür gibst, krieg ich das hin. Zum Trinken? Er kann sie dir auch sofort schenken. Intravenös. Sag mal, James, was machst du der immer für eine Spazierfahrt, wenn ich fragen darf? Ne? Ja, der mag den Curb. Das ist jedes Mal dumm, weil ich da jedes Mal rauskomme. Ich verstehe es auch nicht. Aber es wird auch langsam. Sehr attraktiv. Wird auch langsam etwas slippy auf der Strecke. Das gefällt mir nicht. Noch sehe ich keinen Regen. Ich auch nicht. Gerade an zu regnen. Aber es kühlt ja ab und das reicht ja schon. Und hey, Matthias? Die Zeit wird, Hauptsache die wird schneller. Wegen den Reifen halt. Matthias, du kriegst dann einfach nächstes Semester in der Uni jedes Mal, wenn wir uns sehen, eine Flasche Bier. Ja gut, da lasse ich mich drauf ein. Julian, es geht mir darum, Didaktik dass ich die Reifen behalte. Montags um 10. Gut, das halte ich mir frei, dann bringst du mir vorher die Flasche mit, dann setzt du mir die Didaktik vorlesen. Ja, das ist gut. Du bist doch ein dummes Arsch. Du bist doch ein dummes Arsch. Ey, nur weil ich in der Didaktik vorlesen bin. Nein, ich meine nicht dich, ich meine James. Möchtest du irgendeine bestimmte Sorte? Ich bin bereit, für dich auch andere Sorten zu kaufen. Ich trinke das ja dann nicht. Ich hätte gerne Bier, das sehr stark nach Sardinen riecht. Es gibt. Ich bring dir Jever mit, das kommt von der Küste, das muss deiner riechen. Der riecht ja, wenn ich Adler werde. Ist ja kein Problem. Nein, ich hab da keine Sorten vorliebe. Brinkhoffs wäre nett, aber ich weiß nicht, ob sie das in der Galerie haben. Glaub schon. Was? Da haben sie Kronen, das weiß ich. Ach so, ich wollte eigentlich einen Kasten kaufen, den mir zu Hause hinstellen und morgens eine Flasche einpacken oder so. Ach so, das geht auch. Mir ist das recht. Weißt du was, Matthias? Für Tobi gibt's einfach Karlskrone. Oh Gott. Vom Aldi. Ja. Na gut, das geht sogar noch. James gibt Pisswasser. Also. Plastikflaschen. Bier aus Plastikflaschen. Wenn du nichts anderes hast, trinkst du auch. Ich weiß das. Ich kenne das aus Erfahrung. Ja, dann weißt du, wenn ich nichts anderes habe, dann habe ich immer noch die Option, kein Bier zu trinken. Das ist als Dortmunder nicht möglich. Nee, das... Habe ich manchmal das Gefühl. Sehe nicht ein. Aber zum Kochen ist das ganz gut. Zum Kochen ist das ganz gut. Nee, wirklich. Kochst du Nudeln da drin? Ja, ja, ich koche meine Nudeln im Bier. Jojo, ich koche meine Biernudeln. Voll gut. Nach Sardine. Das Sardellen. In Karlskrone würde ich nicht. Mach mal Fenster auf, das stinkt hier so. Übrigens, damit alle Zuschauer diesen Witz auch mal verstehen: Es gibt so Menschen, ne? Da bestellt man in einer Gruppe Pizza. Bestellt eine Pizza mit, belegt sich die mit Fisch. Und beschwert sich danach lautstark als erstes, dass man jetzt bitte mal alle Pizzakartons rausbringt, weil es ja nach Pizza riecht. Ach so, riecht nach Pizza. Und der Fisch. Und du glaubst gar nicht, wie nah Fisch hier der Sache kommt. Oh, das war mutig von Vettel. Willst du, dass ich verrecken soll? Ja, ne, das ist scheiße, ne? Das ist sofort drauf. Da kommt ja auch ihr Fischkebab her. Ja, Döner, scharfe Soße. Ach ja. Ach ja, die Steffen-Lukas-Show jeden Morgen von 5 bis 9.
Aber übrigens, jetzt regnet. Ja, ja, sehe ich. Aber dann hab ich ja kein Problem damit. Ich auch nicht. Ja, du hast aber noch Q3 vor dir, mein Freund. Das ist das erste Mal, dass ich in Q3 mit bin. Ja, HGW. Gut, ist auch das zweite Mal, dass ich überhaupt dabei bin. Aber ist egal. Das ist das erste Mal, dass ich in Q3 mit bin. Ja. Ich hab gehört, Julian hat sich gerade freiwillig gemeldet, die Statistik zu führen. Per Attackström. Sie werden jetzt gleich übrigens ganz hart dafür kämpfen, entweder hinter James zu fahren oder auf Pole zu fahren. Ja. Ja, aus Protest. Besser hinter James. Nein, aus Protest, damit du in der ersten Kurve schön verteidigen kannst. Oh, die Zeit war schon um. Ja. Oh, die Zeit war schon um. Oh nein, ich drück mal auf weiter. Und ich habe keine Zeit gefahren. Ich nicht. Ich nicht. Sonst wirst du wieder angeschnauzt, dass du auf weiter gedrückt hast, ne? Ich hab auch keine Zeit gefahren. Interviews! Wir haben die Interviews vergessen! Die Interviews! Die warum heißt das wohl Interview? Inter zwischen. Ja! Oh, es regnet auch noch in Q3. Übrigens, weißt du, was auch gut war, Tobi, gerade? Ja. Als ich hier ausweichen wollte, habe ich erstmal das Lenkrad vom Schreibtisch gerissen. Das hab ich auch schon mal. Das passiert mir auch schon mal, dass ich den in der Hand habe. Okay, dann nehme ich den. Hör aber gleich auf zu. Aber Matthias, viel schlimmer ist, wenn du da ein Lenkrad lenkst und ein bisschen ziehst und auf einmal hast du das in der Hand im Rennen. Das ist auch gut. Da hilft nur ein sehr beherzter und schneller Griff auf Start. Ja, in ein, zwei Situationen habe ich es auch nochmal wieder draufschieben können während der Kurve. Auch eine Weile. Es fing alles so gut an mit Schokolade. Oh, warte, wie geil ich das Wetter. Ja. Dann kommt da so ein Selbstmordattentäter um die Ecke gefahren, ne? Ja, Mercedes halt, ne? Ist heute schon der 16.? Scheiß die Wand an. Ja, es ist der 16. Dann ist ja morgen großes Abendessen mit Professore. Freue ich mich immer. Oh. Finde ich immer lustig. Warum hast du dich so bei dem eingeschleimt, dass er dich zum Essen einlädt? Nein, der hat die ganze Vorlesung zum gemütlichen Beisammensitzen eingeladen. Ah. Essen muss er selbst bezahlen. Ja, er zahlt aber die erste Getränkerunde. Mit der Bemerkung, dann bestellen Sie den teuren Wein bitte am Anfang. Ja. Clever. So, ich guck mir mal die Strecke von außen an. Ich mache einfach so. Ach übrigens, Julian, ich habe noch einen Twitterer für dich. Ich schick dir da mal kurz was, so. Ja. Der könnte deinem Humor entsprechen. Nein, ich möchte das nicht in die... Ich möchte das nicht in die Gruppe stellen. Sowas möchte er nicht in die Gruppe stellen. Da muss das hin. Und wenn du gleich mal Zeit hast, so beim Fahren. Erstmal gucken, dass ich im Regen hier überhaupt klarkomme. Mhm. Langsam fahren, Gaspedal nicht durchdrücken. Das sind die beiden Quintessenzen. Richtig. You need to feel. To feel the car. Grip. In the car. In the grip. Ich gucke jetzt erstmal meinem Teamkollegen noch ein bisschen zu. Motivier den ein bisschen. Fahr doch selber. Fick dich. Weißt du, erst ist er schuld dran, dass du nicht mehr mitfahren kannst und jetzt macht er noch blöde Sprüche. Ja. James, würdest du es anders machen? Ich kenne den ja schon ein bisschen länger. Ich würde meinen Teamkollegen nicht abschießen. Ja, genau. Welchen Teamkollegen? Wenn du jetzt Tobi weggeschossen hättest. Tobi, hallo, wir sind im gleichen Team. Das ist das schon. Welches Team haben wir denn? Toro Rosso? Wenn ich Tobi Mercedes weggeschossen hätte, das wäre mir nicht passiert, weil dafür bin ich zu fair, einfach. Ich glaube, das war keine unfaire, sondern eine unüberlegte Aktion von mir. Ja, den aber man muss Tobi ja auch zugutehalten, er wollte ja nichts. Ja? War ja nur meine Reaktion, die das so lustig gemacht hat. Ja, aber James ist der einzige Mensch auf Erden, dem schilderst du eine hypothetische Situation und er sagt, nö. Ja. So rein hypothetisch. Nö. Wenn Rainer Kallmund mal aufgehört hat zu essen. Ne, das geht nicht. Das war jetzt aber auch ein ganz blödes Beispiel. Wenn du schon hypothetische Szenarien erfinden möchtest, dann erfinde sie doch bitte realitätsnah. Echt mal, Julian, du bist schuld. Genau. Also wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Wenn Julian seinen Bachelor hat. Nö, passiert nicht. Ach ja. Oh, da ist aber ein bisschen gerutscht jetzt.
Ja, ja, das ist ja nicht schlimm. Guck ich mal dem Jatakström zu. Ja, mach das, der kreiselt bestimmt viel besser als ich. Weißt du, Jatakström geht einem richtig gut von den Lippen, finde ich gut. Sag ich ja. Die Finnen. Also das habe ich aber gerade schneller gekonnt als Grosjean, ja. Aber Jatakinnen wäre auch nicht schlecht gewesen. Jatakinnen, ja schon, das ist auch nicht schlecht. Oder Jatakönen. Jatakönen. Erst Jatakönen, das ist so ein bisschen so, das ist komisch. Jatakström ist schon schön. Kannst du mal die Schnauze? Kann ich, will ich aber nicht. Komm, ist gut. Wenn du das nicht hinkriegst, nach 14 was? Rennen hörst du nicht mehr hin. Ja, ich glaube auch. 14? It's an old lab record. Ja, ich wollte ihm meine Erfahrungsberichte sagen. Sind es nicht schon 28? Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ja, tags drin, ne? Was denn? Dass ich nur 9. bin? Ja, das geht ja nicht. Ja, aber das liegt daran, dass Vettel noch nicht gefahren ist. Deswegen ist er 9. Ich glaube, da wird gleich nochmal jemand auf Supersoft fahren. Von den NPCs. Ja, ich glaube nicht nur die. Ich hoffe, dass Jatak jetzt gleich in die Box fährt und dann aufs Wetter wartet. Boxenstopp. Ah. Guck mal, dieses fast subtile Coaching. Du sollst dir nicht helfen, der fährt fürs falsche Team. Ja, aber wir brauchen ja ein bisschen Kampf um die Spitze. Ich kann ja jetzt leider nicht mehr aktiv mitwirken. Ja, aber Julia motiviert... Ich diskutiere das gleich in den Interviews. Julian sollte eher von seinen Teamkollegen motiviert werden, nicht von dir. Und wenn du ihn motivierst, dann motivier ihn bitte mit schlechten Tipps. Hey Tobi, motivier mal deinen Teamkollegen. Was? Gar nicht, hey Julian, weißt du, was eine richtig gute Stadt jetzt auf Regen reifen? Nur Julian, merkst du, du bist deinem Teamkollegen total egal. Nö, nee, das stimmt nicht. Das ist ein Szenario, das wird so gut. Das gibt es nicht. Weil der startet mindestens 10 Plätze vor mir. Ja. Ich freue mich ja immer, wenn mein Teamkollege eine gute Leistung zeigt. Ja, definitiv. Ja, an meiner Leistung lag es heute nicht. Nee. Hat man letzte Woche ja richtig gemerkt. Ja, das war aber auch keine gute Leistung. Ja, eben. Ja, ist egal. Trotzdem war ja mehr Team. Das ist aber diametral. Wenn ich keine gute Leistung zeige, gibt's auch ordentlich auf die Mütze. Ja. Das ist genau. Ganz normal. Das ist umgekehrt genauso. Also ich würde jetzt reinfahren und mit roten Reifen lauern. Julian, die Red Bull-Art der Motivation verstehst du halt nicht. Die ist mehr aktiv-aggressiv. Ja, eben. aber warum machst du in den Boxen? Ich kann doch eh in die Box laufen, ist doch kein Thema. Boah. Bis die mich da reingeschoben haben, ist eh eine halbe Stunde davon vergangen. Bis zum Morgengrauen. Ja. Mit der Betonung auf Grauen. Das waren auch Scheißfilme, ne? Erstens habe ich ja noch aus Versehen gesehen. Danach habe ich mir gedacht, nein. Ich habe nur Beileid bis zum Abend. Ja, der war ja in Ordnung. Ich habe keinen davon gesehen. Ich habe nur irgendwann mal... Ja, aber Beileid bis zum Abend. Beileid ist nicht das Original. Das weiß ich. Trotzdem habe ich keinen davon gesehen. Ich habe nur aus Versehen mich dazu zwingen lassen, Dirty Dancing zu sehen. Und das war schon furchtbar. Ja, wobei, das ist ja ein Film, den kann ich mir mittlerweile angucken. Der läuft unter Klassiker. Das Musik macht den Film nicht besser. Aber die Musik ist... Ich habe Melonen getragen. 30 Stück, ich komme aus einem Mathebuch. Alter. Ich kann noch keine roten Reifen aufziehen. Also doch, James hat das schön. Machen. Du musst es einfach machen. Doch, du musst einfach in das Menü und dann... wechseln. Genau. Da steht irgendwo nass und das ist ein Schieberegler. Da gehst du auf Trocken. Boah, viel zu einfach, die ganze Scheiße. Das ist ganz schön scheiße, ist doch viel furchtbar. Zu einfach. Programmieren die auch einfach ein einfaches User-Interface, was einfaches User-Interface, was intuitiv nutzbar ist. Am Arsch ist das intuitiv. Das ist alles andere als intuitiv. Der Jatakström geht dann nach dem allgemeinen Credo von Programmieren, wenn du nicht mindestens 85 Klicks für eine Aktion brauchst, ist es keine Simulation. Hey, aber Scheiße ist... Hey, Teamkollege! Team Red Bull fährt auf roten Reifen raus! Julian, weißt du, was dein Problem ist? Der nicht Reifen. Das User-Interface, sondern der Lenkrad. Nein. Spionier mal kurz. Das User-Interface ist auch scheiße. Ja, wenn du im Tastaturmodus beispielsweise durch die Reiter durch... Ja, aber das scheitert ja schon an der Prämisse. Tastaturmodus. Nimmt ja keiner. Ja, aber wenn du im Menü bist, stellst du mal eben kurz mit der Tastatur mal ein. Nee, ich mach das mit dem Lenkrad. Mach das mit dem Lenkrad. Ich mach das nicht mit dem Lenkrad. Ja, weil der Julian ein blödes Lenkrad hat, wo die Tasten nicht angezeigt werden, aber die sehen ja alle gleich aus.
Was hast du für ein Lenkrad, Julian? G27. Ah, okay. Ich sag ja, kenn ich gar nicht. Sehen alle gleich aus. So. Ich bin mit dem GT immer noch ganz zufrieden. Also es fährt jetzt gleich alles auf roten Reifen raus. Ich würde es aber tatsächlich jederzeit gegen G29 eintauschen, wenn ich mir günstig eins kriege. Das habe ich auch nie bestritten, aber ich sage nur, ich bin derzeit damit zufrieden. Das hält jetzt seit 4 Jahren. Ja, meins auch seit 5 oder 6 Jahren sogar schon. Da bin ich ja schon sehr zufrieden mit. Der verbleibenden Zeit würde ich jetzt auch langsam rausfahren. Ja, das wäre tatsächlich. Fährt gerade alles raus. Ja gut, die fahren aber wenigstens 2 Sektoren vor mir im Puls. Da ist mir das egal. Möchtest du auch rausfahren? Ja, hab ich gerade schon veranlasst. Was lachst du denn jetzt so? Hat er Motor gesagt? Pass auf, beim Rausfahren, da fährt einer schnell an dir vorbei. Okay, jetzt kannst du. Okay, ich habe den Humor getroffen, finde ich gut. Jetzt kannst du rausfahren. Das ist nicht schwer, Julian zum Humor zu treffen. Der ist recht simpel. Ich bin ein fröhlicher Mensch, James. Ich bin nicht so verbittert. So. Ich bin auch nicht verbittert. Aber ich hab einen etwas anspruchsvolleren Humor, glaube ich. Julian, willst du James mal vor's Auto fahren? Ich kenne da so eine Kurve. Ah, nee, da bist du schon vorbei. Oh, das war jetzt aber abgekürzt, James. Ach, das bisschen, das hat über den Körper holpern hat mehr Zeit gekostet, als es gebracht hat. Da würde ich jetzt aber sagen, ist die nächste Runde direkt mal ungültig. Ne? Die nächste vor allem. China, ja, der ist. Der ist. Nihau. Boah. Ach, schön. Da halte ich direkt mal neben dem Bagger. So, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen aufpassen, mich konzentrieren, meine ich. Und wen möchtest du extrahieren? Dich von deinem Auto. Nee, Entschuldigung, eine Einheit. Voll zusammengewachsen. Ach, nur weil du mit deinem dicken Arsch dann nicht mehr rauskommst, oder was? Dach derjenige, der Sport machen muss. Ja, ich mach da nur Spaß, Mensch. Das war jetzt nicht aufs Wieder gezogen. Nicht? Nee. Was? In your lap record. Plomp. Plomp. Ich hebe... Da eh keiner. Nee. Ich hebe mir diesen Tonlage für Österreich. Welche Tonlage? Warum? Weil dein Motor Plonk macht? Ach nee, ist ja meine. Verdammt! Wollte ich auch gerade sagen. Da ist der Zong drin. Also mein Motor müsste ja in Österreich Plonk machen. Ich sitze beim Ricardo-Auto. So ein Dreck. Plonk! Ich freue mich auf Österreich. Goofy. Der einzige Hund, der einen Hund als Haustier hat. Ja. Es kommt jetzt drauf an, wie du Hund definierst. Doch, er hat einen Hund als Haustier, der nennt sich Pluto. Nein, das ist Mickey Maus. Echt? Ja, weiß ich nicht. Ja, aber der geht auch manchmal mit Pluto. Das ist aber nicht schlimm. Pluto! Oh, Grosjean, schnellste Runde. Jetzt würde ich mich aber angestachelt fühlen. Ach, echt? Nee, also ich finde Ocon schlimmer. Das ist schon, Raikön ist das. Ich finde Raikön viel frustrierender. Stimmt, wenn Ocon nicht schlägt, ist nicht schlimm, aber Raikön, ne. Vettel. Nee, ich finde das frustrierend, weil ich genau weiß, dass ich die Zeit nicht schaffe. Jetzt kommt gleich Jatakström aus der Asche auserstanden. Zack, Polkowitsch. Auferstanden. Aus Ruinen. Auch. Na gut, dritter Platz. Tja. Ich bin Zehnter, gut. Sehr schön. Entschuldigung, Vierter. Ich bin enttäuscht von der Leistung des Mercedes-Teams. Von meiner Leistung. Das Mercedes-Team hat versucht, experimentelle. Rennleitung, Vorfälle. Attackström. Attackström. Ende der Liste. Weiße Linie in der Boxenrassenausfahrt überfahren. Streckenbegrenzung überschritten. Kurve abgekürzt. Ja,
Wie schlimme Sachen hast du jetzt gemacht? So. Okay. So, jetzt machen wir Interviews. Oh, ja. Die ist geil. Kontenance, meine Herren. Kontenance. Ich habe Fragen vorbereitet. Oh. Nicht jetzt? Ja. Der hat ja auch den Tag über, ne? Alt. Die Fragen habe ich schon vor ein paar Tagen vorbereitet. Sag ich ja. Okay. Ja, du musst ja jetzt noch umändern. Aufgrund der Vorkommnisse im Qualifying muss er die jetzt noch kurz abändern. Nein, da kann ich spontan fragen. So gut funktioniert mein Gehirn noch. Ah, okay. Bist du sicher? So, fangen wir doch mal an mit dem Schlechtesten aus Australien, Julian. Ist immer so nett. In Australien gab es ja einen Doppelausfall. Na, wie viel Ärger hat's gegeben? War der Toto sauer? Und hat der Niki dir einen Einlauf verpasst? Nö. Nö. Okay. Der Finne. Nö. Dann natürlich das erste Rennen in China. Was ist denn drin heute? Ja, drin. Benzin. Genau, Sprit. Erstmal Sprit. Sprit! Wenn wir in Bonn sind, meine Faust an deinem Gesicht. Und. Nein, natürlich nicht. Hier. So. Nee, was? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt einfach mal ein bisschen länger durchhalten drin ist, ne? Dass ich mal bis zur sechsten Runde komme dieses Mal. Und, also das schaffst du schon. Aber sonst. Schauen wir mal. Ich bin gerade. Ich kann gerade nur sehr kurz antworten, weil ich schaue gerade sehr fasziniert dazu, wie mein Lenkrad diese. Das hat ja solche schönen LEDs. Das G27 hat sowas, ja. Die blinken so schön freudig vor sich hin und das finde ich gerade sehr interessant. Es hat LEDs, aber keine beschrifteten Knöpfe. Das sind Prioritäten gesetzt worden. Produktdesign halt, ne? Die sind nicht beschriftet, also egal. Gut, aber, ich hoffe das Beste. Habe ich noch eine dritte Frage und zwar, jetzt kommt's. Der Teamkollege startet hier heute von ganz hinten. Einmal eine 5-Platz-Grid-Strafe aus dem Training und dann noch für gefährliches Fahren. Wurde ihm quasi untersagt, am Q2 teilzunehmen. Wie ist die Stimmung im Team? Scheiße passiert. Scheiße passiert. Ist nicht, egal, ich glaube nicht, dass Toto so reagiert haben wird. Totos Ragehouse ist weltberühmt mittlerweile. Ich guck kein F1. Ja, das Einzige, was solltest du das anfangen? Sonntag hättest du zum Beispiel die Songs. Hier. In Deutschland. Hockenheim. So, aber gut, dann, vielen Dank, Julian. Gehen wir mal weiter, arbeiten wir uns. Außerdem, wenn ich Toto bin, gehe ich nur mit Harry mit Görrebuchs. Sehr gut. Arbeiten wir uns vor nach Platzierungen des letzten Rennens zum zweitschlechtesten Tobi. Hey! Auch für dich die Frage. Ja. Doppelausfall. Und dich hat's in die Wand gehauen. Ja. Ärger gab's? Noch gab kein Ärger. Ich hab mal ein paar Haschkekse angedreht und gesagt, hier, ich hab euch was mitgebracht. Ja, okay. Super ausgelassene Stimmung war bei uns im Team. Ich hab gehört, der Niki steht voll auf Haschkekse. Er mag's am liebsten hot and spicy. Der Niki, der... Oh. Ja, der war nicht begeistert. Alter, kannst du nicht machen. Kann ich das machen? Ja, stimmt, das haben wir recht. Das geht. Nee, also natürlich war das Team nicht begeistert. Und es war schon, also unser Ziel, Punkte zu holen in Australien. Und da haben wir jetzt umso mehr Punkte müssen wir jetzt in China holen, ne? Ja, da sprichst du eine schöne Sache an. Die Strecke liegt ja eher den Konkurrenten und du bist halt durch unglückliche Umstände ja leider dazu gezwungen, von ganz hinten zu starten. Was ist denn drin heute? Ja, also ich versuche, also mein Ziel ist es, mindestens in die Top 10, in die Punkte zu kommen. Aber ich schätze mal so, dass Platz 8 drin sein wird. Bagger. Ja, dann viel Erfolg dabei. Eine kurze Zwischenfrage an unseren Moderator.
Wie viel Mundwasser hast du dabei? Genug. Ja, weil ich meine, bei der ganzen Scheiße, die ständig aus dem Mund raus suppt, muss das ja auch irgendwo stinken. Deswegen wollte ich gerade nur mal fragen. Riecht unterm Helm keiner. Okay. Extrem verstörende Bilder. Aber gegen den schwierigen Konkurrenten Ferrari werden wir wahrscheinlich dieses Mal wenig Chancen haben. Ach nee, Vettel wird ja erstmal rausgekickt wieder. Peter fährt nicht mit. Achso, ja, verdammt. Rausgeflogen. Verdammt. Ja gut, dann weiter zum nächsten. Meinem Teamkollegen. Mathieu. Ja. Bonjour, bonjour. Auch für dich Ausfall in Australien. Ja, ich hatte dann am Ende einfach keinen Bock mehr. Scheiße Rennen war scheiße. War ein, hat man gemerkt, dass Mathieu so ähnlich klingt wie Mon Dieu? Ein desaströses Rennen. War Red Bull zu sicher und zu selbstgefällig. Das ist die gleiche Endung wie Diarrhö. Ich wollte gerade was trinken. Ich lasse das mal lieber. Ja, ich weiß leider nicht, woran es lag. Die Fehler waren eindeutig gemischterweise einmal bei mir, einmal bei anderen, einmal bei Wand. Ist ja nicht so schlimm. Das Support wieder, oder? Ich weiß es nicht wirklich. Ob wir uns jetzt zu sicher waren. Also, ein paar Punkte sind ja bei rausgekommen. Nicht von mir, aber trotzdem. Für die Konstrukteurswertung war es jetzt bestimmt nicht ganz so förderlich, aber hätte schlimmer laufen können. Wir versuchen einfach mal, das jetzt in China besser zu machen. Auch wenn die Startposition natürlich da mal suboptimal ist. Ja, du sprichst das Thema China ja auch schon direkt an. Das ist sehr löblich. Ja, sonst wär's ja, China eine Strecke, die dem Red Bull gut liegt, die auch den Red Bull-Fahrern scheinbar sehr gut liegt. Was ist möglich heute? Ja, also ich denke mal, wir haben im Training gezeigt, dass das von den Zeiten her sehr gut laufen kann. Sorry! Wie gesagt, die Platzierung, zumindest beim Teamkollegen, ist ja doch den Wetterumständen geschuldet recht gut geworden. Also das ist schon eine vernünftige Ausgangsposition, zumindest für den einen Teil. Ich werde halt versuchen, das Feld von hinten aufzumischen und halt gucken, dass ich den Start überlebe. Und dann halt mal schauen, wie weit wir uns hochkämpfen können. Ich denke mal, dass da Punkte drin sind, wenn das halbwegs ordentlich funktioniert. Und ein bisschen was werden wir strategisch bestimmt rausholen müssen. Okay, das war's schon. Dankeschön. Herr Cicotti. Ja. Letztes Mal Australien hat ja doch ganz gut geklappt gegen Ende. Ich meine, war zwar ein schwieriges Rennen, aber da ist ja doch noch eine ganz angenehme Platzierung bei rumgekommen. Was sagen Sie dazu? Hat ganz gut geklappt. Hast du ein anderes Rennen gesehen, als ich gefahren bin? Vielleicht habe ich die Frage auch bewusst so formuliert, um dir ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Es funktioniert nicht, aber Australien war furchtbar. Add cold water to burnt area. So, Frage beantwortet. Australien war furchtbar. So, kurze China, Zwischenfrage, warum soll man eigentlich auf diese verbrannte Fläche Kühlwasser träufeln? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Abkühlt. Auf jeden Fall. Ja, Kühlwasser ist ja immer so kalt. Herr Zirkel, Sie sind jetzt im Q3 auf den vierten Platz, haben Sie sich gefahren. Was sind Ihre Wünsche, Erwartungen an das heutige China-Rennen? Die Erwartung ist immer die gleiche, natürlich auf Sieg zu fahren. Und ich denke, wir haben, wie mein Teamkollege schon sagte, im Training gezeigt, dass das Auto siegfähig ist. Jetzt gilt es, das nur umzusetzen. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass der Teamkollege dann auf Position 2 landet. Und wollen wir mal sehen. Möglich ist das. Das ist durchaus drin. Und dann schauen wir mal, wie wir es umgesetzt kriegen. Also glauben Sie, drin ist auf jeden Fall. Dann bedanke ich mir für das Interview. Und sagt tschüss. Bitte gerne. Hey! So, dann mache ich jetzt die Abmoderation noch. Ciao! Wir sehen uns dann morgen im Rennen und bis dahin macht euch eine schöne Zeit und schaltet morgen wieder ein. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.